Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode Empathy Path of Whispers. Wir lassen Eagle View hinter uns. Wie sieht der Barschi aus? Und gehen da in diese vertrauenserweckende Schlucht. Wir haben zwei Erinnerungen auf unserem Messgerät. Und schauen einmal, wo uns die so hinführen. Komische Geräusche auf jeden Fall. Und da sind jetzt die Leute wieder geflüchtet eben aus Eagle View. Ah, das sind die komischen Kreise. Man hat es einmal, aus Eagle View hat man es mal gesehen, ganz kurz, so ganz im Hintergrund. So ein riesengroßes Stromnetz oder irgendwie so. Hä, ja, das passt irgendwie gar nicht so richtig da rein, ich weiß nicht. Was ist denn da jetzt los? Das schaut so Alien-Technologie aus, oder? Aber auf jeden Fall interessant, ich gehe mal da rüber. Alles so riesig. Was hängt da am Baum? Schaut mal, ein Zettel. Ross Tagebuch 13, 29. August. Ich gehe raus. Ich glaube fest daran, dass die Verbindungsleute, der Vater und sein Kind von innen gegen unsere Fehler ankämpfen. Der Vater und sein Kind. Sie brauchen Hilfe und es liegt an mir, welche zu finden. Vielleicht sind noch ein paar meiner alten Mitarbeiter am Leben. Vielleicht auch nicht. Jedenfalls habe ich hier drinnen meine Möglichkeiten ausgeschöpft. Tagebucheinträge werden ab jetzt sporadischer ausfallen. Ist da Joyce und Pavel gemeint, schätze mal? Oi, da geil. Ey, schaut echt cool aus. Das Licht, ne? Von dem die Fanatiker da alle reden. Wir gehen ins Licht. Schätze mal, das ist nur innerhalb von dem Kreis, da bewegt sich das. Schaut zumindest so aus. Komisch. Okay, Office 2 Great view. Somewhere off in that direction lies Chernosk. Just waiting for us to pull through. Geil. Wir werden Chernosk retten. Und auch die restliche Welt. Okay, nur für diese Aussicht bin ich jetzt dahergelaufen. Okay. Naja, und für die Notiz von Ross. Gut. Dann machen wir uns mal auf den langen Marsch ans Ende der Schlucht. Halten die Augen natürlich offen nach Hinweisen, Notizen oder sonstigem. Well. I'm no mountain ranger, but I don't think those giant rings are naturally occurring. We're getting close again. Na dran an was? Hä? Schätze mal, die sind so orange. Es war immer rot. Jetzt ist es orange. Merkwürdig. Doctor, be honest. Is there any chance we may encounter crazies inside? They are not crazy, they are victims. And yes, there's a chance. It's why we had to run in the first place. Good thing you brought your cudgel, no? Okay. Ich weiß jetzt noch immer nicht genau, also was die mit verrückt meinen. War jetzt da der eine Ding, der was dauernd von seinem Lichter gepredigt hat? In Eagle View, waren das Verrückte? Oder sind Verrückte wirklich Gewalttätige irgendwas? Also, wisst ihr, was ich meine? Weil er war ja vorher schon so.
Auf das Licht und so, wo er gemeint hat, ja, Befreiung, Licht, keine Ahnung. Bevor er das eine Gerät da aktiviert hat. Also hat das eigentlich nichts mit dem zum Tor gehabt. They stopped here to rest. Our confused would-be heroes. The last breath before the plunge. Geh mich gar nicht aus, Mann. Hört sich aber so an, als wäre es die letzte Episode irgendwie so. Oder? What do you think those giant rings are? Dr. Gerasimov says they are focus amplifiers. I asked him to explain, but he said he didn't have the time to help me understand. Verstärker. Um die ganze Welt mit dem Ding zu verseuchen. Mit dem, was halt der Generator da immer macht, ne? The facility will have gone on automatic lockdown following the incident. It could be open from inside or from the main office, but also from here. There's a hidden console in an armored casing. If we get that open, I have the code. Ja, sag's mal. Sag mal die Codes. Oh! Das ist ein Radio. Look, here. There's a hidden ladder behind the rock. We improvise with ropes when we left. But if I can get to the console, we should be able to get the ladder out. The Institute did nothing by halves. Ja, du sauber. Boah, ist eine richtig lange Leiter. Okay, schauen wir halt mal darüber. Ist nur Gebüsch. Da ist noch was. Da hinten. Na gut, wir schauen jetzt da erst einmal. Vielleicht finden wir da ja noch irgendwo. Oh, ein Bunker! Tagebuch 8, 1. Juli. Als wir das Kind an das Skalpell anschlossen, traf sofort ein Effekt ein. Ein drastischer Anstieg auf der Anzeige, gefolgt von einer Nulllinie. Die Langzeiteffekte sind noch nicht abschätzbar, aber ich bin hoffnungsvoll. Oh Mann, so schräg. Oh, ist da der Ross drinnen? Er sagt, er geht jetzt raus irgendwie so, weil er von drinnen wegen die Möglichkeiten oder alles erschöpft und so. Macht er da drin seine Experimente? For the eventuality that we don't make it. The very least I can do is help whoever may come to tread in our footsteps. I'll be leaving my journal here, so it may survive, even if I don't. Cars used to come around that bend. Anonymous vans and trucks carrying shipments and personnel, honored guests. I wonder how many of them felt like they were being swallowed by this mountain, lost in its shadow. Pfui. Okay. Dann holen wir uns das letzte Stückchen, was wir da einsammeln müssen. Und dann, glaube ich, wird die Leiter vom Berg da oben runterlassen oder so. Wo da bei dem einen Baum liegt was, oder? Ja, ich sehe schon. Keep an eye out for a key somewhere here.
We need two of them to open the console, and I only have one. But I know Dr. Kozlowski left hers here when we stopped to rest. Kozlowski. She must have buried it. So get digging. This is strange. The lockdown isn't in effect for the first floor, and the central override has been used. That means someone's been in there. Someone with access. And they might still be inside. Ross. Bin mir sicher, es ist der Ross. Zacki. Oh. Oh yeah. Schaut das geil aus. Okay. Moment, dann nichts zum Einsammeln. Aber ich schaue mir natürlich trotzdem um. Es gibt ja immer Sachen, die was gar nicht angezeigt werden. So Special-Dinger. Why does this feel like walking down the barrel of a gun? Fühlt sich das an für die? Ich weiß nicht. Ich finde das eigentlich alles ganz aufregend und interessant. Die ganzen Maschinen, Mann, wer baut denn sowas? Thomas Medved. Da haben wir das Grab schon gesehen. In Eagleview, kannst du dich noch erinnern? A hope. A fault. Alter. An unfound door. Boah, ich hab Gänsehaut. This place is covered in that smell, like burned copper. I remember that smell now, like a dream. Like waking up to the scent of coffee or summer rain. Except, this is what fear smells like. Es ist schon mal erwähnt worden, ne? Der... irgendwie so Geruch von Kupfer. Das war ganz am Anfang, glaube ich, einmal. Da ist das auch schon erwähnt worden mit dem Kupfer. Alter, wow! Geil. Das Licht. Boah, das sind Maschinen. Ah, das wird da transportiert, das liegt da oben. Ich dachte, das ist irgendein Bohrer oder so. Na gut. Gibt's was? Noch immer nichts zum... Es ist vielleicht die eine Tür, wo wir außen schon waren. Kann gut sein. Da. Ross Tagebuch 7, 28. Mai. Der Verbindungsmann ist der Grund, da bin ich sicher. Mit der Gesamtheit der Nusphäre konfrontiert, aber durch nichts im Hier und Jetzt verankert, ohne Bezugssystem. Das Kind des Mannes war ebenfalls am Autounfall beteiligt und liegt noch auf der Intensivstation. Ich habe angeordnet, dass das Kind hergebracht wird. Oh, da ist es spannend. Boah, ich liebe es. Okay, mag jetzt unbedingt da reingehen. Okay, Autounfall. Irgendwas ist mit dem Kind und dem Vater gemacht worden. Be advised. Main power compromised. Facility running on auxiliary power. Alter. Boah, das ist schon eine gute Stimmung gerade auf einmal. Es gibt nur immer nichts zum Einsammeln. Okay, gut. Jetzt mach ich da lang. Stimmt.
weiteren geheime Einrichtung. Boah, ist das spannend. Also ich finde das gerade voll arg spannend, ich weiß es nicht. Fedorova was here. She'd sit behind this glass with a gun and a cup of coffee. Not entirely sure what she was protecting or who she was protecting it against. Thomas, did you eat my sandwich again? Yeah, well, there was mayo on that, you dumbass. Mayo has eggs in it. Yeah, have fun with that. And don't worry about the sandwich. I ate your chicken drumstick instead. Boah, jetzt krieg ich auch Hunger, hey. Wirklich. Kann da was aufmachen? Nö. Fedora, Fedorova und Thomas. Irgendwas ist dann in dieser Einrichtung passiert, dass der Thomas dann gestorben ist. Und vor allem, warum ist, wenn der Thomas da ist, warum war sein Grab dann in Eagle View? Mrs. Humanity, the doctor will see you now. Witzig. Oi, oi, oi. Oi. I hear the clicking of many keyboards. This place rested on a firm bureaucratic foundation. A global institution which funded research efforts in every field imaginable. Teilhard for a swift future. Kann ich nicht lesen? Naja, da arbeiten in so Wahe. Hier zuerst unten umschauen und dann gehen wir hoch. Fight. Fight. Oh! Oh! Alter, bist du behindert? Deppert, bist du doof? Wo? Boah. Warum wird denn jetzt auf einmal so unheimlich? They blocked the hallway to keep their friends and colleagues out. The friends and colleagues who were suddenly trying to murder them. Okay. Laughing and screaming on the other side of the barricade. I wonder if they ever got out again. Okay, also die Verrückten dann doch, also sind wirklich verrückt. Crazy im Schädel. Die elementaren Zustände. Unsere Versuche, die Energie zu untersuchen, tragen langsam Früchte. Wir sind jetzt in der Lage, bestimmte elementare Zustände oder Frequenzen dieser Energie zu lokalisieren und zu manipulieren. Genau wie mit Aggregatzuständen eines chemischen Elements, fest, flüssig etc. Wir rechnen zwar damit, dass es ein breites Spektrum von Zwischenzuständen gibt, die wohl das darstellen, was wir unter Natur des Menschen zusammenfassen, aber es scheint, als hätten wir zumindest endlich festen Boden unter den Füßen. Look, Mom! Argo the Barbarian is riding on the dragon! But the dragon is asleep! I'm trying to work, Joyce. Go show it to Mommy, okay? Wer ist denn ihr Mami? Das war, was war das eigentlich? Die Riho. Die Riho, oder war ihr Mama? Ah, ja, Puppe eingesammelt. Alles klar. Okay. Zack. Tagebuch. How we save the world.
by Pavel Kulik. No, too pretentious. How we did it needs to catch the eye. Human nature and how we changed it. Should that be I instead of we? Or would that sound narcissistic? Die Natur des Menschen verändern. War vielleicht nicht so eine gute Idee, Pavel. Okay, da haben wir anscheinend alles fertig. Do we really want to raise Joyce in a place like this? Könnt ihr mal aufhören mit dem Scheiß? Da ruckelt es gerade ein bisschen, was ist denn da jetzt los? Be advised, this week's team dinner will be beef stroganoff. For such a remote location, they ate well. Three kinds of granola, fresh fruit, protein shakes, pancake Tuesdays, wine and sirloin to celebrate major breakthroughs. Imagine if Eagleview knew about this well-stocked pantry. Ross Tagebuch 4, 19. Mai. Das Skalpell verhindert jeglichen Versuch, Dr. Kerimovs Simulationen durchzuführen oder auch nur die laufenden Prozesse zu unterbrechen. Soweit wir es beurteilen können, versucht der Geist des Verbindungsmannes, mehrere Simulationen simultan durchzuführen. Warum? Also ich habe jetzt ein Sandwich und eine Puppe. What a beautiful end. Gerasimov, if you can hear me, I still have my bat. I want to ride the elevator, Mommy. Oh, Tagebuch 1, 13. Mai. Es hätte von Anfang an klar sein müssen. Die Nosphäre ist der Kortex der Menschlichkeit. Wir hätten nie erträumt, ihn allein mit Maschinen zu berühren. Der Patient, ein Mann, der seit einem Autounfall im Koma liegt, wird heute gebracht. Ich habe maximale Geheimhaltung angeordnet. Das ist der Kortex der Menschlichkeit. A small library, but there's something for everyone. Scientific essays and manuals, literary classics, fantasy, children's books, the occasional filth for when those children finally fall asleep. Natürlich. Hey, honey. Yeah, I'm reading Ulysses again. Takes my mind off the troubles we've been having with the emitter tables. I'm still trying to get Joyce interested in books, but she's too much in love with those comic books. Oh, comic books sind eh cool, ist nichts Schlechtes dran. Okay, also man muss jetzt wirklich schauen, wo man halt die Sachen mitnehmen kann, ne? Ich weiß zwar nicht, für was ich die Sachen jetzt brauche und so, aber... ich möchte halt die Sachen haben, sobald ich es verwenden muss, dass ich dann nicht nur mal loslaufen muss und alles suche. Aura.
Rosttagebuch 3, 18. Mai. Es steht nun außer Frage, dass der neue Verbindungsmann eine direktere Verbindung zur Nusphäre ermöglicht, als wir jemals gehofft hatten. Allerdings gab es einige unerwartete Nebenwirkungen. Um eine emotionale Antwort zu erwirken, haben wir dem Gehirn des Verbindungsmannes eine Reihe von Dr. Kerimovs simulierten realen Prototypen eingespielt. Aber seit etwa einer Stunde führt das Skalpell Simulationen durch, die nicht in Dr. Kerimovs Programmen enthalten sind. Simulationen. A sound mind in a healthy body. They were encouraged to rest regularly, to exercise and make time for social activities. They were to be a family united by work. I've been slacking off lately. Nothing ever happens here if you don't count Joyce trying to get in everywhere she isn't supposed to be. Still, I need to stay sharp for the inspections, if nothing else. Kann ich das spülen? Nö. Oh Gott. Schau jetzt da nochmal. Alter, halt dein Mund, klar mag ich das wissen. Oh, did you just shiver too? Oh Gott, hör auf. Soll ich da überhaupt drauf gehen? So here's where the dreams became reality, circuit by circuit. Grigori's tower, the giant rings, the devices they left in their trail all the way to Chernovsk. All parts of the largest, most audacious machine ever built.